Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind wieder auf der Gemeinde Rademepp und momentan sind wir am Rübenspritzen. Unsere Silageballen haben wir auch noch fertig gepresst. Die müssen wir noch fertig wickeln. Aber jetzt ist erstmal gerade der Pflanzenschutz ein bisschen wichtiger. Wir sind schon in der Sommermitte. Uns geht schon bald ans Ernten. Unterwegs sind wir heute mit dem 824 und der Kuhnspritze. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Gespann. Hier hat der Helfer wieder nicht anständig gesät. Aber ich denke, bei der Menge können wir das verkraften. Selbst mit dem Fahrspuni drin wird da noch genug Ertrag runterkommen. Für unsere Schweine soll es auf jeden Fall reichen. Die Schweine, die wir noch nicht haben. Aber die kommen auch irgendwann jetzt die nächsten Tage. Na, wir lassen uns überraschen. Scheiben müssen wir wieder putzen. Oder am besten gleich den ganzen Schlepper. Haben wir jetzt auch wieder eine große Ecke kaputt gefahren, aber das ist halt so. Ein bisschen Verlust ist immer. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal doch einfach mal die Fahrgastumschaltung ausprobieren. Eigentlich mag ich die ja nicht so, ich fahre dann die Spuren lieber beim Spritzen rein. Aber wir gucken mal. Auf dem Weg zum Feld hier hin, habe ich vorhin rausgefunden, da unten stehen auch noch einige Bäume, wo wir jetzt gerade drauf zufahren. Da werden wir wohl im Winter auch nochmal vorbeifahren und ein bisschen was wegmachen. Das wird mit dem Rübenroder im Herbst schon ganz schön eng dahin zu kommen. Wir haben uns ja letztens erst am Big M
das eine Mähwerk so ein bisschen ramponiert. Der steht auch immer noch in der Werkstatt, wird repariert, ist aber nicht ganz so dramatisch. Sind ein paar Teile verbogen, das lässt sich alles wieder reparieren. Aber ärgerlich ist es trotzdem. Wenn wir hier mit Spritzen fertig sind, dann werden wir wahrscheinlich gucken, dass wir die Silageballen fertig gewickelt kriegen. Und abholen tun wir sie dann, weil, denke ich mal, entweder wenn wir sie brauchen oder wenn wir gerade mal Zeit haben. Weil wir müssen jetzt schon die Drescher langsam startklar machen, weil es dann in die Ernte geht. Daneben ist noch ein bisschen Fläche. Hier gibt auch einiges mehr an Spritzmitteln drauf, als ich gedacht habe. Naja, wenn wir runter zur Biogasanlage fahren und die Flächen da unten machen, dann nehmen wir wieder unsere Bosch Selbstfahrspritze. Da kommen wir dann doch noch mal ein bisschen weiter mit. So, letzte Bahn rauf, dann noch eine Bahn runter und dann haben wir es geschafft. Dann wären als nächstes die Kartoffeln dran. Kartoffeln, Sonnenblumen und Mais müssen wir noch spritzen. Eigentlich wollte ich auch die Wiesen noch gestriegelt haben, aber solange wie die Ballen da liegen, geht das nicht. Und da haben wir gesagt, das wird noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich, bis wir die alle abholen.
Dann müssen wir uns gucken, wie wir das alles regeln. Irgendwie kriegen wir das alles hin. Ansonsten werden die Wiesen nicht gestriegelt. Weil nicht fahren wir Gülle drauf oder sowas. Hier haben wir noch das schöne Schlitzgerät. Das könnten wir auch machen. Gülle oder vielleicht Gärreste aus unserer kleinen Biogasanlage. Das soll es gewesen sein. Auf nach Haus. Hier zum Beispiel kann weg. Hier, die können eigentlich auch weg. Das wird mit dem Ruder ganz schön knapp werden. Die Gerste sieht auch schon gut aus, die haben wir auch schon fertig gespritzt. Das dauert nicht mehr lange, dann kommt der Drescher. Hier haben wir unser Spritzmittel. Einmal auffüllen bitte. Und dann geht sofort weiter. Thank you.
Die Sonnenblumen blühen. Auch immer ein schöner Anblick. Da finde ich auch beim Raps immer so schön, diese gelben Felder. So, hier ist schon der Kartoffelacker. Passt. Einmal das GPS neu einstellen. Ist nicht schön mit so einer dreckigen Scheibe. Ich wusste es. Der passt da nicht mehr. Doch noch mal so machen, um rauszufinden, dass es immer noch nicht passt. So, und wieder auf Kurs. Schon eine ganz schöne Spur, die wir hier reinziehen. Aber auf die Fläche gesehen ist das vertretbar. So, ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da oder vielleicht sogar ein Abo. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn, macht's gut.